Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und ich glaube, heute ist der Tag, wo ich Kianes sprechen muss, um ihm zu sagen, was mit dem Diss-Track auf sich hat. Mal schauen, ob ich mich entschuldigen werde oder was auch sonst so abgeht, aber ich sehe, er ist sowieso gerade gar nicht online auf dem Server, aber Timmy, und ich habe bei Timmy schon wieder gesehen, dass er irgendwie wieder mit Mooney irgendwas machen will und total wieder im Mooney-Film drin ist und keine Ahnung, Alter, ich muss da mit ihm quatschen und ich muss ihm noch berichten, was im Stream passiert ist, dass Snoopy und Alpha Steinchen mich einfach angegriffen haben, als Kianes sie dazu befehligt hat. Das heißt, wir müssen uns um einiges kümmern, also sehr viele Gespräche heute und später muss ich dann mit Kianes über den Diss-Track sprechen, um zu gucken, was passiert. Vielleicht entschuldige ich mich, vielleicht sage ich, er hat gewonnen, der Punkt geht an ihn und wir lassen das Kriegsbein nieder. Das werden wir doch sehen. Ich weiß nicht, wie sich das Gespräch entwickeln wird. Mit Kianes ist manchmal auch nicht leicht Kirschen essen. Aber jetzt gucke ich erstmal, wo Timmy ist. Ich schätze mal bei seinem dämlichen pinken Haus, was er für Mooney anscheinend gebaut hat, was er ja geschenkt hat und so. Deswegen, Alter, das Messer. Ist doch Kiro. Hey, Timmy! Was machst du denn hier? Ja, das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut, dass ich dich hier antreffe. Habe ich sogar schon fast vermutet, weil Hast du Mooney gesehen? Bro, hör auf, über Mooney zu reden. Genau das ist nämlich das Thema heute. Was ist denn schon wieder? Ich habe gar nichts gemacht. Du bist schon wieder viel zu krass im Film, was Mooney betrifft, Mann. Aber da, wenn sich zwei Menschen lieben, dann soll man die doch zusammenlassen, oder nicht? Ja, nein, du liebst sie doch gar nicht. Sie liebt dich nicht, Alter. Hä? Was babbelst du? Du willst doch fitter machen. Ganz normal, nix fitter. Ich will die Höllenkrieger nicht wieder verlieren wegen deinen Aktionen. Ich bin auch Höllenkrieger und sie ist Höllenkriegerin, Alter. Nein, ist sie nicht. Ich akzeptiere sie nicht als Höllenkriegerin. Ganz einfach. Junge, nimm das zurück, Alter. Das macht sie jetzt sowas hier gerade fitter. Checkst du nicht, was hier schon wieder passiert wegen deiner komischen Story? Ich hab alles gemacht und wir haben ja alles repariert und du kommst hierher und machst nur Stress, Alter. Nee. Du bist echt ein Loser. Och nee, jetzt kommen die auch schon wieder, Alter. Hä, du kannst auch ein bisschen glücklich sein und froh sein, dass... Guck mal, der hat Oh, nee, der andere Alter. Kommt jetzt auch schon wieder hier. Snoopy, ey, was geht, Alter. Schweinchen? Ey, ich mein Snoopy. Ja, Kiro, Digga, das ist genau dasselbe, Digga. Die haben... Wie? Das muss ich dir... Warte, das muss ich dir im Vertrauen erzählen. Und dann geht mal weg, Alter. Ey, zurück mit euch. Ey, Stress aber. Warte, ich geh kurz schlafen. Zurück, Junge. Ich geh auch kurz schlafen. Steinchen, was machst du da? Steinchen, was tust du da? Nicht so. Steinchen, beruhig dich. Das Kissen ist schon weich genug. Ey, okay, ich werd Steinchen, Bro. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Schweinchen, dafür kriegst du Ärger. So, Schweinchen. Bro, ihr beide, ihr seid die größten Trolls, Alter. Ja, Timmy, komm mit, Timmy, komm mit. Fallen auf die Holzköpfe. Also, Bro, dass die überhaupt Items bekommen haben von Mira, ist ein Wunder, seid ihr ehrlich. Richtig, ne? Komm mit. Bro, hört da jetzt mal auf, ihr komm mit! Ich hoffe, er hat gesehen, dass ich jetzt hier hin bin. Timmy, komm hoch, komm hoch. Ja, ich bin hier. Wir müssen jetzt erstmal dahin, wo die nicht wissen, wo es hingeht. Lass mal da nach oben. Zu Ding. Ich habe ja hier nämlich diesen Geheimgang gemacht. Den habe ich. Nein. Hä? Wieso nicht? Auf über Mooney so zu schwärmen. Es reicht. Aber du magst sie doch auch. Nein, mag ich nicht. Sie war schon immer eine Verräterin. Ja, ausnahmsweise hast du recht. Okay. So. Apropos Verrat, ja. Kommen wir mal zu dem Thema, das mich tatsächlich sehr, sehr belastet. Und zwar im Stream. Da warst du leider nicht da. Aber Snoopy und Steinchen meinten wegen Kianes sein Diss-Track, weil der so krass viel besser war als meiner und er mich zerrissen hat. Und dies, das. Richtig, Junge, richtig. Haben die gesagt, ja, Kianes ist der neue Höllenlord. Und haben ihn als neuen Höllenmeister angesehen. Und als Kianes dann die beiden hergerufen hat, Digga, das kannst du dir jetzt gleich nicht glauben, was ich dir sage. Wie? Was ist dann passiert? Kianes dreht sich zu denen um, dreht sich zu mir und sagt, ich befehlige euch beiden, tötet Kiro. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie sind auf mich los. Bro, sind die blöd, Alter? Und ja, ich habe keine Ahnung, was dann passiert ist, aber dann haben die im späteren Verlauf Kianes gekillt. Ich bin sowas von todesverwirrt, Mann. Aber ich sehe, ich würde sie aus den Höllenkriegern auf jeden Fall rauskicken wollen, Digga. Du willst Snoopy und Alphasteinchen rauskicken? Ja, Bro, die haben meine Führungsposition haben sie einfach bespuckt.
Sie haben auch dich gleichzeitig damit bespuckt, weil sie haben Kianis ja als Höllenlord auch betitelt. Aber wir sind die einzigen beiden Höllenlörder. Lörder? Ja, das ist die Mehrzahl. Höllenkrieger, Lörder, Lord, Junge. Das ist ja keine Ahnung. Ehrlich, du hast absolut recht. Und das geht nicht, Alter. Es geht so weit. Snoopy und Alphasteinchen trollen mich den ganzen Tag, ey. Verstehst du? Und dann sagt zum Beispiel gestern hier die ganze Zeit Alphasteinchen, er ist mit Moody zusammen und Snoopy auch. Die nehmen uns gar nicht ernst, Alter. Richtig. Weißt du? Und die stellen sich auch die ganze Zeit zwischen der Liebe, das geht richtig, nicht. Richtig. Ja, das ist mir egal. Aber jetzt, was passiert, wenn wir sagen, die sind keine Höllenkrieger mehr, dann wird Mira doch bestimmt deren Items wieder wegnehmen. Die werden alles verlieren, was sie lieben. Die alles verlieren, ne? Das ist richtig. Echt krass, sag ich dir. Ja, weil guck mal, wenn die ihre Items nicht haben, dann sind die auch überhaupt nicht mehr stark, dann sind die wieder ein gefundenes Fressen für alle. Hast du recht. Und vielleicht checkt Moony so, dass ich noch eine gute Seele habe. Dann denkt jetzt Moony, schlag doch endlich mal Moony aus deinem Kopf, nein, Alter! Nein, Moony ist in meinem Kopf drin, ey. Die heiratet bald, ey! Ich muss was machen, ey! Ich will nicht, dass sie so einen Obdachlosen heiratet, der stinkt und so und Sticks heißt. Wie kann man überhaupt so jemanden heiraten, Mann? Ja, nur das weil ist ich mir einmal, auch ein nur wegen dir, Junge! Du bist schuld, ey! Nur warum weil ich bin ich jetzt schon wieder schuld? Weil ich Chantal gedatet habe und du hast mich dazu überredet, die zu daten, du Blödmann! Ach, Digga. Ja, du bist schuld, du hast alles kaputt gemacht, ey. Ich krieg wirklich Kopfschmerzen, was das Thema betrifft. Ich dachte, du hast Moony jetzt endlich vergessen und hast die Höllenkrieger im Herzen. Ja, hab ich auch, aber da kommen Flashbacks in meinem Kopf. Hier, dies, das. Ich denk die ganze Zeit an die schönen Zeiten. Vergesst sie doch einfach endlich. Kann ich nicht, wenn so ein Sticks die ganze Zeit mit der Trophäe rumrennt, die er nicht verdient hat, ey. Ja, ich kann ihn einfach die ganze Zeit mit meinen Eiern abwerfen. Zack, boom, er ist tot. Das hört sich voll komisch an, Kiru, die Ente, ey. Aber weißt du was? Ich sag dir ehrlich, das ist ein guter Anfang, ne? Steißchen! Hey! Wie hast du das hier gefunden, du Blödmann? Weißt du, wie? Was? Hast du noch Gefühle für Moody? Ja, natürlich habe ich noch Gefühle für Moody. Was will er jetzt schon wieder? Kira, weißt du nicht. Du hast mir doch gezeigt, da ist ein Raum. Welchen Raum? Was für ein Raum? Da drin sind. Hä, was? Oh mein Gott, dir, du hast ihm alles erzählt! Ich hab dir hier meinen Gaming-Raum gezeigt, der noch kein Gaming-Raum ist, ja. Aber was hat das jetzt mit Moony zu tun? Ja, ist es nicht ein Raum, um die ganze YouTube-Video auszuspielen, Juli? Ja, natürlich, da hinten wird ein Tunnelloch gemacht. Moody, das ist der Tunnel. Sei leise, du Blödmann. Ja. Ja, aber was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist mit dir? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alphasteinchen hat Kiro geküsst! Was? Bro. Geh mal weg jetzt. Du musst warten, das geht von selber aus. Das ist ein Warting-Spiel hier. Siehst du? Alter, warum hast du Kiro geküsst? Er ist dein Lord. Alphasteinchen. Du nimmst uns gar nicht ernst, Digga. Ja, warum hast du Kiro, hast ihn angegriffen, obwohl dir Kianis das befohlen hat? Bist du blöd oder so? Hä, bist du etwa ein Verräter, Junge? Weil du's kannst. Du bist doch ein Verräter, ey. Ich werde dich erledigen, Junge. Richtig, Snoopy und du seid Verräter. Deswegen, wir werden jetzt mal auf euch losgehen. Ja, och, wir werden Digga. Auf dich losgehen, du kleiner Ekliger. Hä? Du denkst auch, du bist Furz, krass, Alter. Ja? Du bist gar nicht krass, Junge. Du bist ein Noob. Hey, was war das denn jetzt? Ja, ey, Mann, Alter. Verzieh dich, ey. Geh weg. Du bist hier nicht mehr erwünscht. Dein dämliches Vorzeichen wird auf jeden Fall bald weg sein. Ja, das wird weg sein und dann bist du ein Mira sieht dich nämlich nicht mehr als Höllenkrieger an, wenn wir dich einmal degradiert haben. Dann ist vorbei. Du bist dann wieder ein Leutnant, Alter, du Anfänger, ey. Ja, hau bloß bald ab. Bald war's das mit deinem Item. Zieh bloß Leine, du kleiner Ekliger. Ja, hau genau. Ab, Junge, keiner mag dich, Alter. Mehr. Du bist kein Höllenkrieger, Alter. Du bist ein Loser, Junge. Du Loser, ey. Du kleiner Loser. Er will wieder furzen. Was kannst du denn überhaupt? Ey, dein Furz, Junge, der stinkt bis zum geht nicht mehr. Zack! Verstehst du? Oh mein Gott, Bro, du musst das essen. Was hab ich gegessen, Alter? Was hab ich gegessen? Du wirst Moody niemals bekommen. Merk dir das. Warum liebst du Moody eigentlich auch, Steinchen? Ja, warum liebst du sie überhaupt? Du kannst doch gar nichts. Hä? Ja. Was bist du da? Das Einzige, was du kannst, ist rumfurzen, Alter. Richtig. Schon mal drüber nachgedacht, du Furz. So, wo ist Snoopy? Den müssen wir nämlich auch noch degradieren, Alter. Wo ist der? Ein ekliger Junge. Ah, hier, wieder Hit, Junge. Ja, was für Creeper-Farm? Es gibt keine Creeper-Farm mehr. Die ist kaputt. So, wo ist jetzt Snoopy? Du hast deine Abreibung jetzt bekommen, Alter. Wo ist Snoopy jetzt? Snoopy, Alter. Hey, hast du Raketen noch? Ich hab noch ein paar Raketen. Ja, genau. Gib mir Raketen. Warte.
Geht. Junge, was babbelst du da? Sei leise, du Blödmann, Alter! Verzieh dich, so. Ey! Hier, warte, warte, da! Immer noch keine Raketen, ne? Okay. So, und du haust ab, du kleiner Blödmann. Zisch ab jetzt, du bist kein Höllenkrieger mehr! Ja, verzieh dich, ey! Du bist nämlich ein Loser! Du bist ein Loser, Junge! Loser-Krieger bist du! Du hast Hochverrat begangen, Alter! Und du hast meine Freundin ausspioniert! Ja, richtig, Alter! Du kannst meine Freundin nicht ausspionieren! Das zählt nicht, ey! Das ist nicht cool, Junge! Warte, ich schreibe jetzt, dass Supi herkommen soll. Supi, komm, Höllentown! Was babbelst du da? So, Freunde, ich find's super, dass Tibi auf jeden Fall auf meiner Seite ist, ja, dass er mir auf jeden Fall zuhört. Da, guck mal, wie er schreibt. Nö, Creeper Farm, Digga. Er denkt auch, er hat das Sagen. Ja, Bro, dann gehe ich jetzt zu Creeper Meeper Farm. Ist mir doch egal, Bro. Was denkt er denn, wer er ist, Alter? Digga. Er denkt auch, er ist krass. Bro, was schreibt der? Guck mal, was der schreibt. Ja, ich habe das Sagen. Was glaubt der eigentlich, wer er ist? Bro, der wird sowas von degradiert, Alter. Der hat hier gar nichts zu melden. Gar nichts hat er zu melden. Ey, wie respektlos schreibt der eigentlich? Nur weil dein Schweinchen... Digga. Also Freunde, wirklich, ich werde ja noch mit Giannis später quatschen. Aber was gerade jetzt abgeht, ist... Ich weiß gerade gar nicht, was eigentlich abgeht. Ich bin todesverwirrt. Wie kann man so sein? Bro, Supi, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubt ihr, wer ihr seid, Alter? Du bist Bro, nicht der du hast gar nichts zu melden. Digga. Was ist mit diesen Holzköpfen eigentlich nicht richtig? Ah, du wirst schon mal sehen, ey. Ey, wo sind die Holzköpfe? Wo sind die? Die sind da oben, ey. Die sind da oben, die denken auch, die sind krass, ey. Bro, so schlecht. Meine kann man so Güte. Eklig sein. Wir haben denen alles geschenkt und die tun uns so behandeln. Yo. Bro, die werden ihre Items sowas von Mira verlieren. Ja, 100%. Ich hoffe, dass sie alles verlieren. Ja, ja, die werden so rumheulen. Die werden so rumheulen. Ja, also es ist definitiv offiziell. Wie offiziell? Ihr seid keine Höllenkrieger mehr. Ihr werdet alles verlieren, was euch lieb war mit Mira und alles drum und dran. Ja, reicht jetzt. Reicht mir jetzt auch, Alter. Reicht mir jetzt auch, Junge. Komm doch, hey. Ja, ich bin doch da. Ich bin doch da, Junge. Bin doch da. Was willst du? Jetzt. Reicht mir. Reicht mir auch, Alter. Komm her. Mach deine Rüstung kaputt, wenn es sein muss. Du bist kein Höllenkrieger. Doch, ich bin der aller echte wenn Mira das erfährt, dann war es das mit dir. Weißt du das eigentlich? Was für Hintergang, Alter? Ihr habt auf Kian gehört, Alter. Denkt, dass Kian hier der Chef ist. Alter, wir haben ihn geprankt, danach haben wir ihn angegriffen. Ja, geprankt, ganz toller Prank, Digga. Ihn gekillt, Junge. In dem Prank sollte ich eingeweiht sein, Mann, du Trottel. Mann, du warst doch erst da, wo wir ihn schon geprankt haben, Mann. Was laberst du? Hey, was ist da los, Alter? Bro, die checken nichts. Das sind solche Holzköpfe, Alter. Hey, Holzköpfe, Junge. Was soll denn das, Alter? Hey. Du ekelhaftes Paket, Junge. Ja, wirklich, Junge. Alter, wirklich. Ja, wieder Hit, Junge. Mein Gott. Du kannst gar nichts, ey. Du bist ein Noob, Junge. Oh. Ja, okay, er kann doch... Ja, Tote von deinem Freund, ne? Ja, geh weg, Alter, du Ekliger. Bro, das bedeutet Krieg, ne? Das bedeutet auch Krieg, Alter. Das bedeutet Bro, auch Krieg. Bro, ihr wisst schon, dass wir jetzt nicht mehr hier befreundet sind. Digga, dein dämliches Furz-Item kannst du bald auf Wiedersehen sagen. Bro, du bist dann hast kein du gar Teil nichts der mehr. Mehr, ne? Du bist kein Teil der Höllenkrieger. Ja, was alles für euch getan, aber ihr checkt es nicht. Was für uns, Digga? Ihr habt nichts getan. Ihr habt uns nicht eingeweiht, Digga. Was laberst du eigentlich? Ich hab nur an euch selber gedacht. Das wollen wir danach als Überraschung machen, Mann. Ja, ganz tolle Überraschung. Ganz tolle Überraschung, Digga. Back dir einen Kuchen, Junge. Deswegen schreibst du auch, ich hab das Sagen. Ja, ganz coole Überraschung, Digga. Wir wollten Stu, ey, ganz ehrlich, nicht. Ja, du hast nichts im Kopf, du hast nichts im Kopf, Alter. Das erzähl ich euch gar nicht, Alter. Ja, laber mich nicht voll, mich langweilt deine Story, Alter. Sag mal, was du mit Stu gemacht hast, Alter. Richtig. Ja, gekillt hab ich ihn für euch. Was? Ja, warum hab ich dann nicht die Items von Stu? Wo ist dann der Kopf für Stu? Verzieh dich jetzt, Alter. Hey, Junge, hau ab, Alter. Digga, meine Güte. Du kleiner Ekliger, ey. Du kannst nichts. Das ey. Macht gar keinen Sinn. Wenn ich so Leute wie euch sehe, dann brauche ich überhaupt nichts, Alter.
ist so. Wer die größten No-Hands, Junge. Bro, ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich gehe jetzt einfach. Ich hab keine Lust mehr auf euch. Ja, komm. Ich den ganzen Tag nur rum und mach nur Müll, ey. So, hau ab, komm, wir hauen ab. Bro, was sind das für Idioten, ey? So peinlich, Alter. Wirklich so peinlich. Ja. Bro, das geht echt nicht. Und die denken wirklich, dass... Ey, jetzt haben die schon wieder... Warte. Ja, komm, komm, komm. Ey, Hilfe, mein Boot, Junge. Ich wollte doch nur die ab... Abfallen. Wo sind die hin? Digga, was Wann willst verzieht? Du denn? Verzieht euch. Ihr könnt ey, offiziell wir abbauen. Ihr könnt die YouTube-Insel verlassen, Alter. Wir wollen euch nicht Meine mehr hier Grüße. Haben. Bro, die checken das aber auch nicht, ne? Ist so. Also, ich sag dir ehrlich, es ist viel ruhiger ohne die. Wir hätten von Anfang an die Höllenkrieger ohne die machen sollen. Richtig, richtig. Digga, die haben sowieso nur die ganze Zeit getrollt, Alter. Die meinen sowieso, dass sie irgendwas denken, was sie sind. Denken die auch, die sind krass, ich sag dir ehrlich. Ja, ja, real talk. Bro, die haben Sue zwar erledigt, Bro, aber guck doch mal. Stark sind die immer noch nicht. Die haben kein Gehirn, daran liegt's. Bro, die denken halt, wenn man die ganze Zeit nur laut ist und irgendeinen Quatsch redet, dass man cool ist. Aber man ist nicht cool, Alter. Verstehst du? Bro, in den Kommentaren, ich sehe immer das, boah, warum sind die so nervig, die sind voll anstrengend. Ja, Selbst die Zuschauer haben gar keinen Bock auf die, Digga. Ja, Bro, guck mal, ich sag's mal so, wir wollen nichts von denen, die wollen gerade was von uns, weißt du? Richtig, richtig. So, ey, egal, die sind auf jeden Fall keine Höllenkrieger mehr. Bro, reicht jetzt. Du bist kein Höllenkrieger mehr. Ja, wir haben das alles für euch getan. Du bist kein Höllenkrieger mehr, verzieh dich, Junge, kein Mensch will dich. Ja, du bist der größte Toilettenputzer, Junge. Meister Propper, sei leise, Junge. Du wirst bald dein Schweinchen verloren haben, also viel Spaß. Schwester, wir verlieren gleich alles, ey. Ich hab nicht mal ein Item, weil er so schlecht ist. Ach, Bro, du Witzbold, ey. Ich brauch nicht mal ein Item für dich. Die Leine, Meine ey. Der Güte. Soll er da hinten selber mit seinem Pfeil rumschießen. Ist mir auch egal. Ja, soll er ein bisschen sich pieksen da. Wollen wir einfach wegfliegen? Ich glaube, wir können mittlerweile fliegen. Ja, komm. Reicht jetzt. Ey, nein. Freunde, reicht jetzt komplett, Alter. Was für ein Desaster. Freunde, ich fliege jetzt aber zu Kiades und muss mit ihm unbedingt quatschen. Mir ist jetzt eigentlich egal, was Snoopy, Steinchen und so alles machen. Ich habe jetzt Timmy auch irgendwie verloren. Wo fliege ich hier gerade eigentlich hin? Die Sache ist die, Kiades hat jetzt auch gar keine Items. Das heißt, der wird sowieso sich jetzt wahrscheinlich eh nicht mucken. Ah, jetzt fliege ich auch richtig. So, mal schauen, ob der überhaupt bei seiner Burg ist ohne Items. Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, aber wir werden es gleich sehen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass einfach Kian bei seiner Burg ist. Mal schauen einfach. Dieser Timer hier nervt total. Der ist übelst laut. So, hallo. Ist jemand da? Ey, was? Digga, nein. Ey, wo hast du den Hydra her? Wo hast du den Hydra her, Digga? Bro, bevor du jetzt, ey, ich sag dir ehrlich, bevor du jetzt schießt, was willst du, Digga? Also, Retalk, was willst du hier? Also, guck mal, die Sache ist die, ich habe jetzt den Diss-Track gehört, okay? Ich hätte jetzt final gehört, aber ich sehe dich gerade hier so ohne Items und ich weiß. Ich weiß halt nicht, wie fühlst du dich jetzt gerade? Also, mucken kannst du dich ja jetzt nicht unbedingt. Bro, guck mal, was ich aber kann. Ich kann dich mit deinen Kindern abwerfen. Bro, wenn ich jetzt so ein Ei werfe, dann ist Game Over direkt für dich. Ich weiß nicht, willst du wirklich so provokativ unterwegs sein? Oh, was willst du von mir, Kiro? Jetzt mal ehrlich, Digga. Ja, also, ja, wir müssen ein bisschen über den Diss-Track quatschen. Ich habe ja auch eine Reaktion drauf gemacht, hab die am Samstag noch hochgeladen, dies, das. Man kennt es. Ja, und ich habe. Was sagst du? Du bist wirklich, ich sag dir ehrlich, du bist wirklich so dieser Mensch, dieser Typ in der Schule, der wirklich frech ist. Aha. Und dann auf die Fresse kriegt und dann auch zum Lehrer läuft. Genau so eine Art von Mensch bist du, Digga. Ja, ehrlich, findest du? Richtig peinlich. Ja, normal ist es schon, stark, so ohne Items das so zu melden. Bro, dann käme ich doch. Dann käme ich die ganze Zeit so oft du willst. Ich komme doch eh immer wieder hier. Nee, ich bin doch kein Schattenkrieger. Aber dann macht das doch gar keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Nee, ich find's halt nur witzig, weil wenn ich halt keinen Bock auf dich hab, dann zwei Schläge mit einem Schwert oder ein Ei auf deinen Kopf, du bist weg. Ja, und das ist immer dein Problem. Deswegen. Entweder benutzt du dein Ei oder dann, wenn ich keine Rüstung habe, kommst du. Aber so normal bist du immer weg. Ey, können wir liebend gerne noch machen. Wir machen uns gegenseitig die Rüstung ohne Verzauberung und dann gucken wir. Only Schwert, Alter. Das können wir machen, gerne. Wieso nicht? Bin down. Ja, lass das machen, Alter. Lass sowas mal machen. Aber komm mal nach oben. Hier ist schlechtes Lichtverhältnis, Alter. Ich will mit dir
Quatsch, ein 7.4. Warum steht hier ein Datum, Alter? Keine Ahnung, was willst du? Ja, also, wegen deinem Diss-Track. Ja, ich fand's ja schon interessant. Ich habe ja ein paar Worte dazu gesagt, was du in deiner Reaktion über meinen Diss-Track gemacht hast. Und am witzigsten fand ich halt die Stelle, wo du gemeint hast, ja, du bist ja so ein krasser Musiker. 2 Sekunden später, ich weiß gar nicht, wie die Beat-Richtung heißt. Also, krasser Musiker bist du auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Okay, was hat das damit zu tun? Nein, ich find das so persönlich amüsant. Keine Sorge, um was anderes aber geht es nicht. Stopp mal ganz kurz. Nein, aber du widersprichst dir. Ein krasser Musiker muss doch nicht von jeder Sache, die in dieser Thema Musikbranche zu tun hat. Ja, nein, wissen, doch, Digga. Doch. Nach dem, was du halt gesagt hast. Wenn du dir meine ganzen Reaktionen anguckst, von 100% der ganzen Reaktionen konnte ich vielleicht 20% oder 10% der Beats nicht entziffern, identifizieren, weil das einfach... Ja. Meine Richtung ist und ich da keinen Plan habe, wo ist das Problem? Ja, mein Gott, aber dann sagt man halt nicht, dass man natürlich seine Musikexpertise da reinstecken möchte und dann nicht mal weiß, wie die Beatrichtung heißt. Also ich sag dir ehrlich, das macht gar keinen Sinn. Wenn du hergekommen bist, um mit mir über Sinn zu reden, ich schwöre dir, das, was du laberst, alles, was du sagst, das ist so sinnlos und provokant. Bei Gott, nerv einfach nicht. Wirklich? Ich sag dir jetzt Retalk, du bist für mich hier mittlerweile, also ganz ehrlich, jetzt mittlerweile so das einfach so ein. Warum lachst du, Digga? Ja, red weiter. Schon weiter, nerv mich. Geh doch einfach weg. Nein, lass über dein Diss-Track quatschen, komm. Ich will nicht über meinen Diss-Track reden. Wieso nicht? Bist du nicht stolz drauf? Weil ich dich zerstört habe und da gibt's doch gar nichts mehr zu reden. Ja, also es spalten sich in den Kommentaren tatsächlich die Meinung. Also das, was du in dem Stream gesagt hast, ist nicht so ganz die Wahrheit. Wie, was ich in dem Stream gesagt habe? Ja, also ich habe zum Beispiel Kommentare gelesen, dass, also jemand fand meinen Diss-Track nicht gut, aber er fand, dass dein Diss-Track das schlechteste war, was du jemals gemacht hast. Eine Person von den 1200? Ja, nein, ich habe das nur das, was so mir am meisten noch rausgeschaut ist. Natürlich hatten viele diese Meinung, dass wir gleich gut waren oder wie auch immer. Also, was für gleich so gut, ist nicht. Bruder, du wirst musikalisch niemals an mein Level kommen, Kiro. Ja, aber es ist doch schön, dass es solche Kommentare gibt, oder? Bro, wenn du 10 oder 20 Jahre Musik machst, bist du erst genau an dem Level, wo ich 13 war und angefangen habe, Klavier zu spielen. Genau dann bist du da, Digga. Oha. Du wirst überhaupt niemals. Ja, okay, den erreichen, dem Punkt lasse ich dir, weil Instrument spielen kann ich nicht. Ehrlich nicht. Wenn du mir das Wasser reichen willst, dann musst du Kellner werden. Kannst du mir Klavierspielen beibringen? Nur das Einzige, was ich dir beibringe, ist Respekt und das hast du nicht. Das kann dir, glaube ich, niemand beibringen. Deshalb, ganz ehrlich, verschwinde einfach. Bro, warum provozierst du? Nervst du mich gerade so? Also ehrlich jetzt. Nein, alles gut. Ich genieße gerade nur die Gunst, dass du keine Items hast, Bro. Ich könnte dich jetzt auch so stumpf und sinnlos töten, aber ich bin halt kein Schattenkrieger. Ich bin kein Pischter, weißt du? Oder Amir, ja, Amir macht auch sowas. Also die ganzen Schattenloser, ne, ihr habt wirklich gar keinen Stolz und keine Ehre. Das muss man halt schon mal sagen. Alles klar, du hast sie auf jeden Fall, das stimmt. Ja, natürlich. Aber ey, ja, ich habe ja, wie gesagt, deine Hose. Das wäre ja schon mal ein Teil deiner verlorenen Rüstung. Den Rest haben Snoopy und Alphasteinchen. Aber ja, wir sind auch gerade nicht so gut zum Reden unter den Höllenkriegern. Egal, ist ein Thema für wann anders. Aber ey, du willst also nicht über deinen Diss-Track reden. Du willst also nicht hören, was ich zu sagen habe. Bro, ich bin dir ehrlich, guck mal, ich sag dir jetzt eine Sache, Retalk, ne? Ja. So, Diss-Track, hin oder her, für mich bist du vernichtet worden. Jeder Mensch, der da draußen sagt, du wurdest nicht vernichtet durch meinen Diss-Track, hat für mich einfach keinen Plan. Ist mir auch egal, was sie sagen, so, ich habe das, was ich gelesen habe, war zu 95 oder zu 99% gegen dich. Diese 1% sind vielleicht maximal 10 Leute und das ist mir aber auch egal. Kann auch sein, von mir sollen es auch 1000 Leute sein. Oha. Ich bin der Meinung, du wurdest zerstört, so wie viele andere. So, und die Sache ist für mich auch geklärt dahinter. So, sei ein Mann, du hast mich gedisst am Anfang, ich habe dich zurückgedisst und darauf dann nochmal so Dings zu machen, finde ich Kindergarten, bin ich dir ehrlich, finde ich einfach nicht männlich. So, aber ich habe schon zu deiner Männlichkeit was in meinem Diss-Track gesagt. So. Ja, und das war Schwachsinn, richtig. Finde ich nicht. So, und deshalb, zu diesem Punkt sage ich dir ehrlich so, wenn du jetzt hergekommen bist, um darüber zu reden, wer wie welchen Inhalt oder was das war, dann sage ich dir ehrlich, brauchst du nicht. Weil für mich, du bist nicht mal mehr ein Chicken, Bruder, du bist wirklich am Ende so. Und deshalb, okay, bist du fertig? Du hast mich gefragt, lass mich doch antworten. Ja, aber ich wollte ja wissen, ob du jetzt über den Diss-Track reden willst oder nicht, aber das, was du jetzt hier für eine Anekdote gelabert hast, macht eh keinen Sinn. Aber ey, ich will dir eine Sache sagen, ja, und zwar, ich will fair sein.
Jetzt wirklich, ich troll jetzt nicht mehr, okay? Pass auf. Und zwar, ganz ehrlich, von tiefstem Herzen, ja, was in mir drin steckt. Ich sehe, dass du eindeutig gewonnen hast. Du siehst, dass ich eindeutig gewonnen habe. Du hast in diesem Diss-Track Battle definitiv gewonnen. Muss ich einfach neidlos anerkennen, dein Diss-Track war inhaltlich die Stärke. Was war dann die letzten 5 Minuten für ein Palaver-Drama? Ja, Bro, bisschen Ärger, Bro, du hast gerade keine Items, das nutze ich doch aus, hallo? Das ist doch unnötig, Bro, Digga. Bisschen Ärger, Alter, nimmst du doch mit Humor, Alter, was nimmst du doch mit Humor, Mann? Bro, du provozierst mich richtig, Mann, ich hasse sowas, du nennst mich ein Nicht-Musiker, das ist schon krass. Ja, okay, komm, weißt du, warte mal, wo ist deine Ender-Chess? Wo ist die? Warte mal. Ah ja, genau, hier. So, ich muss hier irgendwas weglegen. Okay, hör mal zu. Für die ganzen Provokationen, ja, ich auch für das, wenn ich dich beleidigt haben sollte wegen Hund und alles drum und dran. Ich bin dir ganz ehrlich, es tut mir leid. Ich stehe hier, es tut mir leid für die ganzen Provokationen und alles drum und dran. Deswegen hier, guck, deine Hose. Du hast fair gewonnen. Du bist für mich in meinen Augen der Sieger und von vielen anderen auch. Kann man einfach neidlos anerkennen. Mutig. Mutig. Bro, ich kann nichts anderes dazu sagen. Es bringt jetzt auch nichts, wenn ich darauf rumreite und schlechter Verlierer bin und dies und das. Natürlich, ich habe die Male davor, habe ich noch rumgetrollt so. Ich hätte niemals deine Burg gesprengt und so, seid ihr da sicher. Aber Bro, ich kann nichts einfach sagen. Ich muss mich da geschlagen geben. Du hast gewonnen. Aber warum dieser ganze Mist davor und danach und so? Ich check's nicht. Oh, weil es halt einfach Spaß macht, Alter. Weil es Spaß macht. Ja, aber Bro, das ist doch voll unnötig, Mann. Das macht man doch nicht. Also Retalk, sowas macht man. Ja, deswegen habe ich mich auch dafür entschuldigt, weil ich hab jetzt auch eingesehen, okay, es hat dich schon wirklich sehr belastet. Es hat mich nicht belastet. Es war einfach nur so, Bro, für mich einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, so, warum? So einfach unnötig, Digga. Also wirklich komplett unnötig. Ich kann, glaube ich, jetzt nicht mal meine Elytra reparieren, Digga. Das regt mich richtig auf. Bro, mach dir mal keine Gedanken, ich kümmere mich darum auch wenn ich gerade ein bisschen Beef mit Snoopy und so hab, wegen der Sache im Livestream, was die da gemacht haben. Kann ich meine Sachen wieder kriege? Ja, guck mal, ich schau, dass du wenigstens deine Rüstung und so wieder auch bekommst, das kriege ich schon irgendwie organisiert. Meinst du? Mach dir mal keine Sorgen drum, safe. Kriege ich hin, auch wenn das Holzköpfe sind, auch wenn ich gerade mit den Streit hab und so, aber daran sollte es, glaube ich, nicht scheitern. Und zu der Sache jetzt wegen dir. Guck, ich bin dir ehrlich. Ich würde mich auch bei dir entschuldigen, wenn ich irgendwas Schlimmes getan hätte. Und ich bin ein sehr, sehr, das wissen auch meine Community, das wissen sehr, sehr viele Menschen. Ich kann meine Fehler einsehen. Ich bin dir ehrlich, zuerst denke ich immer auch an meine Nase. Aber du darfst nicht vergessen, alles kam von dir. Weißt du, ich habe. Hey, Bro, ich habe den ersten Schuss gesetzt, natürlich. Ich habe dir nur geantwortet und deshalb sehe ich nichts, wofür ich mich entschuldigen sollte. So. Auch inhaltlich nicht so. Ich würde niemals dich als Hund beleidigen, wenn du mich nicht vorher als Hund beleidigt hättest. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist alles gut, verstehe ich, Alter. Und dadurch, das sind alles Punkte, so, wo ich sage, hätte ich jetzt aus dem Nix auf einmal irgendwas gegen deine Familie oder so gesagt. So. Weißt du, dann würde ich sagen, alright, the Retalk, warum habe ich den gebracht? Aber im Grunde genommen bestand mein Diss-Track einfach nur darum, deine Wörter umzudrehen und dich damit hops zu nehmen. Mehr nicht. Ja, deswegen habe ich schon überlegt, ob ich dann noch einen Diss-Track auf deinen Diss-Track mache, aber dann habe ich so eine Nacht drüber geschlafen und dachte, bist du, Digga, das ist so. Aber dann wäre das wirklich durchgehend weitergegangen. Ja, deswegen, Digga, da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt, ehrlich, weil, guck mal, sowohl du als auch ich, wir wollen doch beide irgendwo auch eine geile Zeit auf der YouTuber-Insel und aktuell ist ja so viel Streit und alles drum und dran. Irgendwann reicht ja auch. So, ja, ich finde, das, was jetzt bei uns passiert ist, mein Gott, wir haben uns gebieft, wir haben uns fertig gemacht, wir haben uns gedisst, Digga, im Stream haben wir uns Dinge an den Kopf gesagt und alles drum und dran. Ja. Aber Bro, das zu der aktuellen Situation reicht jetzt, glaube ich, auch wirklich. Reicht jetzt. Aber wenn du Date mit Chantal willst, schreib mir, gell? Also ist das jetzt geklärt, oder was? Kann ich dir da vertrauen? Von meiner Seite ist geklärt. Von deiner Seite, weiß ich nicht, musst du jetzt sagen. Gib mir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, okay? Aber komm mal ganz kurz mit. Obwohl, hast du Essen für mich? Ich kann nicht spenden, deshalb. Ich habe hier die Karotten noch. Und du, hast du noch was? Jetzt habe ich nichts mehr. Ja, warte. Essen. Digga.
Komm mit. Hä? Ganz ehrlich. Bist du hin? Alter. Apropos Countdown. Holy shit. Ja, Digga. 4 Tage noch? Das haben einfach alle Leute verpasst. Ich war da gerade bei mir um 11 Uhr. Am Samstag ging das los. Ich schreibe in den Chat, keiner ist gekommen. Das haben mich einfach alle ignoriert. Und in 4 Tagen, da schlüpft Mira. Das sagen alle soweit und ich glaube auch, dass Mira dann schlüpft. Das ist genau um 11 Uhr am Samstag diese Woche. Okay, das ist crazy. Bis dahin das geht der Timer. Crazy. Okay, worauf ich mit dir, was ich dir sagen wollte, guck mal. Ja, yeah, was los? Was ist hiermit? Wie willst du das entschuldigen? Ach so, ja, safe. Da kommt ein Bauteam, das lasse ich einfach reparieren. Was willst du das denn reparieren? Oder wir können diese neu geschaffene Fläche machen und einfach zusammen was bauen, Alter. Bro, also nichts gegen dich, Digga, aber das ist hier meine Baufläche. Ich will nichts mit den Höllenkriegern zu tun haben. So, wir können von mir aus diesen Streit hier vergessen. Okay, ja. Ist okay, alright. Aber trotzdem bist du immer noch ein Höllenkrieger und ich hasse euren Clan, weil ich habe so viele Probleme mit euch. Ja, Bro, das ist halt mit den Schattenkriegern nicht anders. Du stehst wirklich für die falschen Werte, sag ich dir so, wie es ist. So, wir können jetzt sozusagen... Bro, was... What? Was geht mit dem ab? Oh mein Gott. Geh mal weg, Alter. Bro, das war so Glück gerade. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Holy shit, das war so krass knapp. Also, wie gesagt, wir können das jetzt einfach dann vergessen mit dem Distrack und so. Ich werde den aber nicht rausnehmen oder so, wenn du das willst. Nein, safe. Das kann alles online bleiben. Alles gut. Okay, das können wir auf jeden Fall machen. Aber zu dem Thema zwischen dir und mir, Bro, das wird trotzdem keine Freundschaft, okay? Bro, normal nicht. Normal nicht. Ihr Schattenkrieger habt die falschen Werte. Wenn du ein Höllenkrieger wärst, okay? Wenn du mal die Seiten wechseln würdest, wenn du checkst, was die Schattenkrieger eigentlich machen, Bro, dann können wir über Freundschaft reden. Aber solange du ein Schattenkrieger bleibst, nee. Okay, dann trotzdem Respekt, dass du dich entschuldigt hast. Das ist ja wenigstens schon ein guter Move. Normal. Okay. Alles ja, genau. Bauteam schicke ich oder so. Die reparieren das einfach, dann passt das. Okay. Ja, wir hören uns. Alles klar, Kiro. Ciao. Bis dann. So, Freunde, ich denke mal, dass das jetzt einfach ein für alle Mal geklärt ist. Die Folge geht crazy, crazy lang. Ich hoffe trotzdem, dass es euch extrem gut gefallen hat. Lasst ein Like da, ein Abo und haut die Glocke komplett kaputt.